Alle Erwartungen übertroffen hat die Bike Austria 2019. Nicht weniger als 51.228 Motorrad-, ATV-, Trike- und Side-by-Side-Fahrer strömten auf Österreichs große Bikermesse, die vom 1. bis 3. Februar bereits zum 5. Mal in Tulln an der Donau stattgefunden hat. Damit freuen sich die Veranstalter und Aussteller über ein Plus von 7,75% gegenüber der letzten Rekordmesse im Jahr 2017. Im Mittelpunkt standen natürlich die Motorräder, bei denen die namhaften Hersteller vor allem auf große Enduros sowie eine Vielzahl leicht zu händelnder und kultig individueller Bikes setzten. Zunehmend setzen sich allerdings auch Elektrofahrzeuge durch. Insbesondere bei den Rollern und Cityflitzern gibt es mittlerweile ein umfassendes Angebot, das sich mit Reichweiten von rund 60 Kilometern vor allem an innerstädtische Einsätze richtet. Neben den Fahrzeugen an sich wurden auf der Bike Austria 2019 in Tulln freilich auch Zubehör, Customizing, Tuning, Bekleidung und Dienstleistungen rund um die motorisierten Zweiräder präsentiert. Vertreten waren nicht weniger als 400 Marken und 40 Reisedestinationen. Das Angebot richtete sich vom günstigen Schnäppchen bis hin zu edelster Ausstattung, vom Kurztrip in die Alpen bis zu Fernreisen nach Südamerika oder Asien. Interessant war die Bike Austria 2019 allerdings auch für ATV-Piloten, Triker, Buggy- und Side-by-Side-Fahrer, denen mit Halle 8 eine ganze Ausstellungshalle gewidmet war. Von Access über Boomtrikes, Can-Am, CFMoto, Goes, Kayo, Odes, Online und Yamaha waren denn auch die wichtigsten Fahrzeugmarken ebenso präsent wie umfassendes Zubehör für Krabbelzeug und Dreiräder. Ebenso wie der Online-Shop QuadATVShop.at präsentierte ATV und Quad neben Fahrerbekleidung, darunter auch beheizbare, jede Menge Zubehör. Das Angebot reichte von Schneeschilden, Spikes und Ausrüstung für den Winterdienst über Gepäck- und Zusatztanksysteme, LED-Lightbars, Abdeckplanen für ATVs und Side-by-Sides bis hin zu Jumpstartern und Starthilfegeräten, mit denen sich wintermüde Starterbatterien wieder munter machen lassen. Zu den Eyecatchern zählten verschiedene Anhänger, die sich von ATVs, Side-by-Sides und Trikes ziehen lassen. Im Mittelpunkt stand hier ein Teardrop-Wohnwagen, den Kulba-Importeur Ingo Host stilecht zur Bar ausgebaut hatte. An dieser servierte er den Besuchern der Bike Austria 2019 Espresso und Cocktails. Alkoholfreie, versteht sich. Ihre besondere Freude hatten die Kids auf der Bike Austria 2019 gerade am Krabbelzeug. Einmal den Wunsch geweckt, dürfte so mancher der Zwerge die nächste Bike Austria im Jahr 2021 bereits als Nachwuchspilot besuchen.